16. Jetzt lohnt es sich auch mal zu rechnen. Wucht 8 ist, dann ist er bei der 19. Dann haben wir eine Entfernung. Ich glaube, das könnte tatsächlich nicht getroffen sein, oder? Denk dran, dass ich zwei Größenklassen kleiner bin, also nicht plus zwei, sondern plus sechs. Ja, durch die Entfernung, beziehungsweise ums menschengroß. Nee, weil der Schild das automatisch macht. Weil der Schild das Auto. Ja, dann trifft er halt dein Schild. Das ist auch okay. Ein sehr großer Schild macht einfach, dass ich zwei Klassen kleiner bin. Den Schild trifft er, wenn er meinen Schildarm trifft. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Es steht so im BDS, ich kann sie Nee, gerne zitieren. das macht gar keinen Sinn. Also, du bist halt nicht regeltechnisch kleiner, nur weil du Ja, ein ich bin Schild hast. regeltechnisch kleiner, klar, aber ich bin halt schwerer zu treffen entsprechend. Ja, wenn er auf Körperteile zielt, deswegen ja. Ich Wenn bin immer er. schwerer zu treffen. Nee. Das ist Blödsinn. Aber ich glaube, dass es so oder so mit der Ansage von 8 ist. Das ist, glaube ich, nicht getroffen. Guck gerade nochmal nach. Du bist menschengroß, ist eine plus 2. Das ist von einer 19 auf eine 17 und die Entfernung ist. Ist das jetzt nah oder ist das mittel? Sekunde, Kompositbogen, ne? Komposit. Bis 35 Schritt ist Mittel. Ab Ist 20, Mittel? Ja, dann hat er ja, eine plus nah 4 und ist. dann ist es nicht getroffen. Gut, dann haben wir das mal erwähnt. Warte mal, was bist du? Du bist schleichend unterwegs, ne? Dann bist du stillstehend, nicht? Leichte Bewegung ist plus minus 0. Ja, das macht nicht. Schade. Steilschuss von. Das ist kein Steilschuss. Nee, nicht auf die Entfernung. Ah, nee. Der erste Pfeil rauscht heran und tockt in dein Schild, ohne Schaden hinterlassen. Du bist dran. Ich bewege mich 8 Schritt. Nein, sorry, vielleicht kann ich mich überhaupt bewegen. 5. Ich bewege mich 5 Schritt und spare mir eine Parade auf. Ich weiß nicht, wie weit das skaliert ist. Sagen 1 wir zu aber, wenn ich am 10. Tor, sagen wir, wenn ich am Tor bin. 1 zu 10, kannst du dich mal weiterziehen. Er hat geschossen und kann einmal nachlegen. Wieso? Ich beginne zu zaubern einen Guardianum gegen Dämonen. In der Variante persönlicher Schild. Das ist gut. Persönlicher Schild gefällt mir. Und deswegen habe ich die Parade, denn ich nehme an, der Junge möchte mich angreifen. Genau. Raserei, Geschwindigkeit ist verdoppelt, Sturmangriff, ja, passt. 30 Schritt, sollte er schaffen, er ist auf Raserei. Ich würfel einfach mal meinen. Im Hinterhalt ist er nicht, ist es normaler Biss. 7, gelungen. Ich nehme eine Dreiermeisterparade mit. Easy. Meisterparade gelungen. Und damit ist mein Kommandant fertig. Nächste Kampfrunde. Das bedeutet, am Ende der letzten Kampfrunde kann ich ja noch meinen Guardianum würfeln, weil der zwei Aktionen braucht. Genau. Persönlicher Schild, Schutz gegen Dämonen. Hattest du gesagt, oder? Ja. So, der ist sehr schön gelungen. 9 mal 3, 27. Alles klar. Gut, ja. Ich gebe dem Kammernöten drei auf Rückschlag, drei auf Hinter. Machen wir mal. Mein Junge. Da ist Kritischer die Erleichterung von Erfolg. der Meisterparade noch gar nicht eingetragen, weil, siehst du, habe ich total vergessen. Ich weich mal aus. Das ist eine halbierte, ne? Ja. Erst Fintieren, dann Sicher? halbieren. Ja, ganz sicher. Erst Finte und dann halbieren. Ja. Was wäre denn die Finte? War eine Die Dreier, ne? Dreierfinte, die ich angesagt habe. Also gar nicht mal so viel. Ja, komm, ich weich aus. Och, mein Junge! Ärgerlich, ärgerlich. Das tut jetzt weh. Ja, das war dein erster. Ich ziehe vor, zweimal zu beißen. Ich berühre zweimal. Das ist einmal gelungen. Das ist Ja, zweimal nachdem der da pariert. seine erste gemacht hat, kann ich ja, glaube ich, was machen. Ja, das ist Ist das richtig. richtig? Ja. Dann möchte ich mich nämlich bewegen und zwar neben Jala. Das ist ja gar kein Problem, ist ja super Wenn du nah nicht dran. schleichst, das waren 26 Meter. Die Beziehungsweise, zweite. ja, passt. Echt? Ja, passt. Also, Oh, das ist nicht gedingens, ne? Die 1, Karte. 1 zu 10 ist das. Ah, okay. Habe ich Also, jetzt nicht drauf Jalan geachtet. ist halt losgeschlichen und wurde direkt abgeschossen. Dementsprechend passt das. Du bewegst dich halt einfach mit zwei Aktionen Position. Dann würde das passen. Ja, meine zwei Aktionen geht rechts. Ja. Ich brauche meine zweite Parade nicht, merke ich gerade.
Ja, ist richtig, aber du kämpfst mit Großschild, also du kannst auch nicht weiter umwandeln. Das ist richtig, ich kann diese Parade nicht spalten. Genau, richtig, das ist das, was ich meinte. Gut, dann ist Kervo dran, hatte eine Aktion weiter nachgeladen und könnte jetzt mit einem Schnellschuss schießen und das würde ich auch tun. Und zwar auf Isaron. Ich wollte gerade sagen, dass wir in einem Kampf getümmelt sind. Ich schieße einfach mal auf Isaron. Da gucke ich mir jetzt gerade nochmal die Zielkategorie an. Ist es eine plus 4? Dann gehe ich von der 27 auf die 23 mit einer plus 4 auf der Entfernung. Die Bewegung ist aktuell leicht. Bewegung ist nicht, nein, es gilt als 0, wenn du im Kampfgetümmel bist, weil das über das Kampfgetümmel selbst abgedeckt ist. Genau, leichte Bewegung des Ziels plus minus 0. Sie ist aber menschengroß, dann ist es nochmal eine plus 2, dann bin ich bei der 21. Ich würde mir eine Wuchtansage, egal wohin, tun auf Wucht 4. Dann bin ich bei der 17. Denk dran, dass es noch eine plus 9 für Kampfgetümmel ist. Wenn du deinen Schuss um 9 oder weniger verkackst, wird ein zufälliges Ziel getroffen. Ja, genau. Das ist der Biss, das ist der Fernkampf. Holla, nicht getroffen. Ein weiterer Pfeil, der von ihm abgeschossen wird und wieder einmal in Jalans Schild blockt. Dann ist der Kervo fertig. Isaron hat zweimal positioniert. Der Kammernant hat vorgezogen. Nächste Kampfrunde. Jalan ist dran. Ich gebe ihm wieder die drei Flinte und den Dreierwurfschlag. Es hat sich letztes Mal bewährt. Was ist mit dir? Es ist nicht bestätigt. Es ist die halbe Parade, kein doppelter Schaden. So sieht's aus. Trotzdem gefintet. Ja. Kein doppelter Schaden. Kein doppelter Schaden. Ich kann sowieso ausweichen, ja. Nicht geschafft. Es sind 13 Praios. 13 Praios. Praios ist profan. So, was hat der denn? Der hat einen Rüstungsschutz von 3. Dann hat er 10 Schaden, dann bleiben ihm 15. Trägst du mal bitte die 15 auf seinen Lebenspunkten ein? Er hat noch 15, ja? Jetzt ist er auf 15 LEP, ja. Dann hast du zugeschlagen. Du möchtest noch zweimal parieren, Fragezeichen? Ich war nur um ein Hauen. Geschossen werde ich Runde nicht. Okay, kein Problem. Gut, dann kommt zweimal der Biss. Bam. Ja, plus 3, also mit Wucht zu beißen. Ja. Nur der Sicherheit. Nach dem ersten Biss würde ich gerne wieder vorziehen. Nein, nur der Sicherheit. Er ist auf 45. Er zieht sofort hier vor. Das ist sicher, der Junge. Es sind ja immer 7, ne? Ja, es sind 8, aber ja. Sehr schön, okay. Plus 3 sind 16 und 16. Der Junge ist ein Dämon, ja? Dann kommt nichts durch. Was? Geweihte Rüstung. Ich krieg 4 Rüstungen noch zusätzlich gegen Dämonen, die nicht so lackerat sind. Ich weiß. Ich bin dafür da, um hier reinzuwarten und einfach nichts zu fressen, ja? Isaron beißen macht auch keinen Spaß. Es ist ein Wegwerfdämon. Was erwartest du von dem Arm? Gib ihm eine Pause. Wuchtschlag 6. Den kann man nicht, ja. Ja, auf den anderen, da komme ich jetzt irgendwie nicht hin. Nee, ist das richtig. Es würde treffen. Ja, er kann nicht mal ausweichen, hat er schon Schaden. Ach, guck mal, was für eine miese Zahl. Nur 17. 17 minus 3, dann der bleibt lebt am Leben. Er noch. Ein Punkt, der bleibt am Leben. Ah, ist das herrlich? Ist das herrlich? Was, du trittst ihn einmal? Du kannst umwandeln, oder? Gib ihm einen Tritt. Das wäre witzig, oder? Willst du einen Raufenangriff? Ah, komm, mach. Ja, willst du oder nicht? Ja, mach. Ich meine, du hast doch noch, oder nicht? Ja, yeah, ich hab noch. Umwandeln, warte mal. Ich hoffe, du würfelst eine 1, ne? Ah, oh, um einen Punkt, ey. Misslungen? Ja, egal. Mhm. Wow. Ja, trittst nach dem Vieh, dann bleibst du wohl an der klirrenden Frostrüstung von ihm hängen. Dein Schiefel friert so ein bisschen ein. Und dann ist Kervo dran. Nein, tut er nicht. Doch, er friert ein. Eine Aktion nachladen. Warte, Kervo war diese Runde schon. Jetzt ist die nächste Runde. Er hat geschossen. Kann noch einmal nachladen. Nächste Kampfrunde. Komm, dein Hund ist nochmal dran. Ja, ich wollte gerade sagen, ich zieh vor. Umwandeln kann ich nicht, ich kann aber noch einmal ausweichen. Natürlich kann man umwandeln. Wen weiß ich denn? Ich habe eben eine 6 gewürfelt. Ich komme gar nicht durch dich durch, ne? Ich habe eben zweimal eine 6 gewürfelt. Es sei denn, ich lege mir noch mehr. Wie hoch ist deine Rüstung? Kommt auf die Zone an. Am Kopf weniger. An den Beinen noch. Ja, wie viel? Beine 10, Kopf 8 ohne die Geweihte dazu. Also kommen noch mal 4 drauf. Also 14? Am Bein, ne? Wucht 10. Okay.
Einmal. Ich möchte dies trotzdem parieren. Legen wir eine 3 Masterparade ein, ob wir es können. Ist es nicht geschafft. Du triffst? Cool. Ja. Plus 10, dann mache ich 19 TP. Okay, das, ja, ich gebe dir eine Zone. Das wird jetzt tatsächlich mal Schaden. Linkes Bein. Sogar ins Bein. Das heißt 19 plus 4 minus 5 sind 5 Schaden. Ah, das tut sogar weh. Er beißt dir ins Bein und du merkst, wie seine schwarzen Zähne in deiner Wunde abbrechen. Ja. Kaman hat es fertig. Dann darf Yalan. Ja, machen wir die Sache zu Ende. Ich hau ihn. Machen wir eine 6er Flinte, damit er nicht, weiß ich nicht, noch möchte ich sogar vorziehen, Gilklauen? Nee. Nochmal treten? Nein, das hat sich Yalan. Iserun kann jetzt lossprinten, sich den Typen umholen. Ich muss ausweichen. Eine 6er Finte, nicht gelungen. 6er Finte? Habe ich gerade gesagt, damit du nicht mehr ausweichst. Ja. Gut, dann ist der durch. Gut, alles klar. Schlagen wir ihn an die Seite und weiter geht's. Ich möchte tatsächlich lossprinten. Ja, Yalan ist durch. Der hat nämlich einmal pariert, auch wenn es nicht geklappt hatte. Dementsprechend hast du gar keine Aktion mehr übrig. Ich verwurste noch 2 freie Aktionen Schritt. Ah, du mich auch. Sehr gut. Nur für den Fall der Fälle. Von Johnny gelernt. Ja, Iserun, sprinten, ne? Yep, ich kann nur leider nicht vertikal sehen, wie viel das ist. Aber mit GS mal 3, also. GS mal 3 sind? 16? 24. 3 mal 8, 3 mal 8 sind 24. 24, dann kommst du bis dahin. Ja, ich habe einmal nachgeladen und schieß auf dich. Ja, doch, ich schieße auf Iserun. Ist der Typ eigentlich Meisterschütze? Natürlich. Okay. 20 Schritte. Ansonsten hättest du bei Schnellschuss halt noch 2 dazu addieren müssen. 20 Schritt ist gerade noch auf Mitte. Schade. Na, wird jetzt erst auf 19. Also eigentlich ist es 19. Ich hätte das gerade nachgemessen. Ich habe dann noch der 19. Ja, also sagen wir, er macht eine freie Aktion Schritt. Ja, ist es also hält sich auf 19 die Schritt. Oder so. So, ich mache mir wieder eine Wuchtansage rein. Weil dieser Rund Schild. Ah, nee, Schild ist egal, weil es ein Guardianum ist. Schild ist egal. Ja. Ein normaler Pfeil. Komm, ich will's wissen. Bam, 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 bam. Wucht 6. Aber sie sprintet jetzt. Egal, trifft. 17. Ja, wo steht nochmal, was für Ausweichen Erschwernisse plus 8. sind? Das ist plus 8. Plus 8 okay. Mit Pfeilbeschuss. Einen Moment. Aber nur, wenn du ihn siehst und du siehst ihn. Wo steht denn mein Ausweichen nochmal? Oben im Kampfbogen. Aus dem Fernkampf. Ah ja, da, okay. Schon in den Kopf, plus Baby. 8. Ich bin ausgewichen. Ist das dein Ernst? Das ist mein Ernst. Ich habe ausweichen. 17? Yep. Mann. Iserun, die durch die Pfeile tanzt. Iserun, Yalan, nächste Kampfrunde. Yalan. Sprint. Das sind für mich leider nur, was sind 5x3? 15 Schritt plus 2 Fraktionen Schritt. Also, okay. Eine Aktion nachladen. Ich ziehe mich jetzt trotzdem bis auf die 17 durch, ja? Okay, ja. Cool. Iserun, wichtiger Hinweis. Er lädt einmal nach und würde weiter auf dich schießen. Es macht natürlich Sinn, dass du nicht vorziehst. Beziehungsweise doch, du musst dich ja bewegen. Ja. Und du kannst nicht sprinten, das heißt nur noch GS mal 2. Warum kann sie nicht sprinten? Weil sie jetzt die Treppe hier hoch muss. Cool. Ja, okay. Aber dann kann sich einfach hier flach gegen die Wand drücken und kann nicht mehr angezielt werden. Das würde einen Sinn machen, ja. Das würde auch gehen. Also ich würde natürlich versuchen, so viel von der Brüstung oder Balustrade oder was auch immer das ist, an Deckung auszunutzen. Wenn du dich hier hinstellst, dann wird es aktuell unmöglich. Noch unmöglich. Ja, weil ich möchte ja hoch. Ja. Und da möchte ich halt die Deckung so gut es geht ausnutzen, aber ansonsten mich weiter hochbewegen. Ja, dann gibst du eine Aktion Position auf, kommst nur 8 Meter weit und kannst dich dann noch parieren. Okay. Ausweichen. Nur 2 Punkte Deckung abkassieren, oder? Ja, würde ich sagen. 2 Punkte auf Ausweichen Bonus. Dann zieh dich die Treppe hoch, 8 Schritt. Eigentlich ist Deckung ja in der Schwernis fürs Schießen. Ja, können wir auch so machen. Der Effekt ist derselbe. Stop. Ich glaube, das müsste es sein, ne? 13 Schritt Entfernung. Das ist immer noch, nah. Sehr nah, wird es erst unter 10. Ach, du bist ausgewichen, ne? Ja. Wucht 6. Zum Glück jetzt keine finden. So, jetzt muss ich wieder rechnen. Fernkampf. Das du bist menschengroß. Da mache ich aus der 27 eine 25. So, warte mal. 25 ist menschengroß. Dann bist du Entfernung.
Du bist mittel, ne? Oder bist du schon nah? Jetzt bist es du nah. Es ist schon nah. Ja, dann plus minus 0. Dann bist du ein leichtes Bewegung plus minus 0. Aber jetzt ist es ein Steilschuss. Ja, Steilschuss nach unten ist eine plus 2. Die mir als... Das ist eine negative, ne? Für mich. Steilschuss nach unten ist... Es ist negativ für dich. Ja, genau. Also, bin ich bei 23. Und ich hatte eine 6er Wucht, hatte ich mir gesagt. Dann bin ich genau bei der 17. Aber sie hat noch 2 Punkte Deckung. Herausragend, ja. Nächster Pfeil flockt direkt über dem Kopf von Iserun hinter dir in die Balustrade des Geländers, als du dann gerade einen Kopf einziehst. Hätte dich ansonsten direkt ins Herz getroffen. Dann hatte Iserun sich positioniert. Ja, Alan. Hast du dich schon bewegt? Diese Runde ja. Die Runde ist aber durch. Nächste Kampfrunde. Jalan, beweg dich. Ich laufe bis hierhin und da ich nicht weiter sprinten kann, bleibe ich im Fuß der Treppe stehen. 10 Meter, genau. Ja, 12, ja. Ja, 10, genau. Weil GS, du kannst das nicht hoch sprinten, sondern. Ja, deswegen sprinte ich ja bis an den Fuß der Treppe. So, Jalan ist durch. Eine Aktion nachladen. Iserun könnte vorziehen. Gleich an Athletik zu wirken, ich sag's euch. Ja, ich würde mich weiter genauso wie in der letzten Runde die Treppe hochbewegen und dabei die Deckung ausnutzen. 8 Meter? Ja, genau. Dann ist die Entfernung 9 Schritt. Damit sind wir auf sehr nah. Wucht 6. Du musst dich nur einmal treffen, du hast Probleme. Guter ja. Schaden? 9 plus 6 sind 15. In den Kopf. Plus 8. Ist das wieder eine plus 8? Das ist aber nicht die Verdopplung in den Kopf. Nee, ist nicht die Verdopplung in den Kopf. Es ist wieder eine. Warte kurz. Ausreichend plus 8. Ich find's gerade nicht. Ich weiß, Schildparade ist schwerer, wenn es unter 10 Meter ist. Ich würfel jetzt einfach mal. Ja, genau. Na bitte, endlich. Ich glaube, das möchte ich aber chippen. Ah, die gleiche gut. Zahl. 15 in den Kopf. Das ist scheiße. Keine Verdopplung. Was habe ich denn im Moment? Ja, du hast ja Rüstung. Ja, allerdings ist mein Armatrutz auch abgeploppt. Ich habe aber immer noch mein Elixier, Unverwundbarkeitselixier. Wie lange hält das? Stunden. Das hält einen Tag lang. Ja, genau. Also okay. Meins hält einen Tag lang. Ich weiß nicht, welche Qualität. Also Spielrunden sind lange weg, aber wenn du sagst mehrere Stunden, dann ist es okay. Das hält auf jeden Fall mehrere Stunden. Dann hast du eine Rüstung von? 3. Also trotzdem nur 12. Ne? Also eine Wunde kriege ich auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die Selbstbeherrschungsprobe können wir mal spaßeshalber machen. Das ist dann um die Schadenspunkte, ne? Um Schadensüberwundschwelle. Ja. Dann, okay, ich habe eine Wundschwelle von 9 und das wären dann also Selbstbeherrschung plus 3. Oh, endlich. Ist das eine Störung? Nee, ne? Das ist nein, eine Störung ist für Es wäre Schmerz ignorieren. Ja, habe ich aber geschafft. Ja, gut. Dann musst du jetzt noch eine plus 4 machen. Um die Wunde zu ignorieren. Genau. Die ist auch gelungen. Okay, dann fällt die Initiative für eine Wunde beim Kopf? Der hat die Wunde ja ignoriert, also nein. Schade. Ansonsten wären es 1W6 oder 2W6. Ist das... gibt das keine Schwernisse? Also für den weiteren Kampf? Ich dachte, du kriegst auch... Naja, sie hat die Wunde ja wegignoriert, sonst würde sie jetzt Erschwernisse kriegen, ja. Gut, dann, Jalan darf sich noch bewegen. Ja, ich krieg also meine... 10 Schritt. Mit einer Aktion 5 Schritt? Genau, 10, wenn du Deckung haben willst. Nee, dann 5. 7. Nee, ich will ja okay. Keine Deckung, mir ist es egal. Ich mach einmal... Ja. Einmal, ach so, dann krieg ich hier noch 2 für 2 Aktionen, dann noch 2 Fraktionen Schritt, stech mal diese rum. Ach du Cheater. Nächste Kampfrunde, Jalan ist dran. Schon wieder? Achso, ich habe alle vorgezogen, ja. Okay. Dann mache ich selbiges nochmal. Mhm. Jetzt versuchen nicht diese Runde zu ziehen. Warte mal. Range Center Back. So. Dann 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann mache ich noch 2 Fraktionen Schritt und stehen wir nicht mehr machen. Ja, nee, dann spielen wir auch da 2 Fraktionen zurück. Ja, okay, nee, auf das Spiel lasse ich mich. Das kann er gerne machen. Dann bist du durch. Kannst nicht mehr. Oh, kannst ja nicht mehr. Na gut, er kann dir natürlich in den Kopf schießen, aber ja, deine Rüstung ist halt so blöd. Iserun. Ja, da jetzt Jalan an mir vorbeigezogen ist, würde ich mich auch ein bisschen schneller wieder die Treppe hochbewegen. Mhm. Quasi in seinem Schatten. Ja. Kommen wir dann etwa gleichzeitig an? Also ich kurz nach ihm oder? Ja, doch, kannst du machen. Maximal GS mal 2, kannst du noch nicht sprinten.
in die Tür reinrufen. Ho, 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 ihr Pisser. So, das war jetzt einfacher GS. Ja, dann würde ich mich auch kurz vor ihm so positionieren, dass er mich noch nicht sofort schlagen kann, aber ich in der nächsten Runde mit einer freien Aktion auf ihn zutreten ja, kann. Ja, du hast keine Parade mehr, ne? Nee. Gut. Ich habe noch ein freies Ausweichen zur Not. Genau, ein freies Ausweichen mit einer freien Aktion. Jetzt seid ihr sehr nah, ne? Minus ja, zwei. Dann eine Weile sehr nah. Minus zwei. All in. Wucht 12. Auf Iserun. Da müssen wir jetzt wieder rechnen, ne? Ja, du hast maximal eine 13. Oh, der Arthur muss rechnen. Sehen wir als Kampfgetümmel? Jetzt sehen wir als Kampfgetümmel. Noch nicht. Aber wie also ihr beide. Das weil, ist ja auch egal. Ja, weil dann trifft ihr Stress, der ist nämlich ein zufälligen. Okay, dann würfeln wir einen W6. Ein W4. Ich warte mal, ob der überhaupt durchkommt. Der kommt durch, ja. Kommt durch, ja. Ihr seid ist es zwei für deine Größe, ist es minus zwei für die Entfernung, sonst gibt es hier oben keine Modifikatoren mehr. Mhm. Noch getroffen. Ich mache ein W4, ich bin ungerade, ich sehe es gerade. Ungerade? Er trifft mich. Er trifft dich. Guck mal, ist die Zone an und du darfst schon mal einen Schaden machen. Wucht 12. 22. 22, ziehen wir 14 von ab, bleiben 8. Bei gesenkter Wundschwelle ist das eine Wunde. Cool. Ekelhafter. Die 6 zusätzlich? Ja. Ach, sogar den ganzen 6. Ich bin fast auf halbem LEP. Okay, beschreib die Szene. Lass mich noch diese Selbstbeherrschung. Ja. Nachdem sie den letzten Fall glücklicherweise ausgewichen sind, stürmen Jana und Iserun die Treppe hoch. Quetschen sich beide nacheinander diesen kleinen Aufgang hoch und werden direkt erstmal mit einem Pfeil begrüßt, der Jana irgendeine Schwachstelle in seinen Kettengliedern findet und sich dort hineingräbt. Dann tun beide jeweils einen Satz nach vorne, bringen den Schützen in die Ecke und bevor er eine Waffe ziehen kann, ist er, glaube ich, dann auch schon hinüber. Während das Licht in seinen Augen verlöscht, sagt Iserun: Beute. Während ihr am Feuer sitzt und nach und nach die Zelte abgebaut habt, ihr wisst nicht genau, wann sie kommen oder ob sie jemals wiederkommen, habt aber mittlerweile alles wieder zusammengepackt und auch dann den Streitwagen wieder aus dem Gelände auf die Straße gezerrt, habt euch so ein paar Überlegungen gemacht, hattet ja noch das Pferd von Jalan und habt dann die Quadriga so ein bisschen umgebaut, sodass ihr dann noch zwei Zugpferde habt, dann auf Eis Draugre könnt ihr nicht vertrauen. Könnt ihr dann erkennen, wie sich der Fluss wieder mit schwarzen Eisschollen füllt, mehr und mehr, und dann irgendwann noch eine kleine verdünnte Spur aus Blut entlang fließt. Was mag das wohl bedeuten? Papiere. Ist das gut für uns oder schlecht für uns? Aus dem Norden könnt ihr Knacken hören und wohl sehen, wie der ein oder andere Busch sich in grob 20 Meter Entfernung bewegt. Rafin, bleibt vor mir! Ich würde mein Schwert ziehen und mich vor Boltag stellen. Knacken kommt näher. Und dann könnt ihr erkennen, wie eine weiße und eine goldene Gestalt auf euch zukommen. Jalan und Iserun. Ah, enttäuschend. Gut, wir sind noch da. Was soll denn das heißen, enttäuschend? Ich hatte auf einen guten Kampf gehofft. Vielleicht ein Ghoul. Ein Ghoul ist ein guter Kampf für dich? Raffi. Ja, vielleicht eine Ghoul-Horde, ich bin ehrlich. Ich vermute an den Pfeilen in eurem Bauch, ihr habt den Paktierer gefunden. Oder euch. Die Jagd war erfolgreich. Richtig, der Herr Firun war mit uns. Aber wenn ihr die Gnade hättet, ihn da herauszuoperieren, ich glaube, er hat Widerhaken. Habt ihr mir was mitgebracht? Nein. Enttäuschend. Und dann legt euch am besten einmal hier hin. Danke. Oh, ich habe ganz viel bei Asavo gelernt. Soll ich helfen? Könnt ihr das halten? Okay. Verzeiht, Rafim, aber die Art von Wundversorgung, die dem Chor gefällig ist, tut mir gerade nichts zunütze. Doch, ich nehme das, reiß das raus, das ist gar kein Problem. Asavo, das ist in Ordnung, richtig? Siehst du, er nickt. Ah, Rafim. Ja gut, dann macht er bei mir das, meine Güte. Ich würde mal das Cap nehmen oder
die Brustplatte entfernen wahrscheinlich. Legt euch hier hin. Iserud, würfel mal bitte eine Heilkunde Wunden. Ganz normal. Ganz normal. Ja. Dann bekommt Jalan keinen Blutdruckschaden vom feststeckenden Pfeil. Also die W3 können wir uns mal sparen bei mehreren Kampfrunden, beziehungsweise. Ich glaube, es ist trotzdem noch ein W3-1. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal weg. Aber ganz generell, die Pfeilspitze steckte in dir, ist irgendwo abgebrochen oder sowas. War sicherlich ein sehr schmerzhafter Weg, aber du verlierst keine weiteren Lebenspunkte. Aber zumindest musst du bei jedem Schritt immer ein bisschen aufstöhnen. Die Nacht zieht übers Land und eine weitere Mal wird das Totenwetter verdeckt. Dann könnt ihr aufbrechen zum Tafelberg nach Wahrung. Die Alchemisten warten, A Lord of Mangrace, die Hoflogisten, die Albtraumpyramide von Rassasor und sein wahrer Name.